Wir haben ja von großen Spannungskurven, sag ich mal, von der Tourismuspolitik und Praxis eines Bundeslandes bis zu globalen Anforderungen an die Politik und die Tourismuspolitik im Speziellen. Ich habe auch schon einige Handlungserfordernisse gesehen und mir notiert, die ich nicht übertrage, aber ich denke, jetzt sollten Sie erstmal zu Wort kommen und wir suchen oder Diskussionsleitfaden für unser Thema ist das Thema, was sind die Punkte, welche Wissensdefizite bestehen, aber vor allem welche Handlungserfordernisse, oder wurden ja jetzt einige genannt, und auch welche Erwartungen an die Politik. Gibt es dazu Meinungen, Stellungnahmen, Diskussionsbeiträge? Bitte aufs Mikro warten. Anne Zimmermann. Ich hatte das ja gestern schon vorsichtig angedeutet oder angesprochen. Ich frage mich halt ganz speziell jetzt Flugverkehr, Reduktion und auch diese paradoxe Situation Tourismusentwicklung, obwohl wir wissen, dass das Klima sich wandelt und nicht zu unseren Gunsten. Wie kann das erreicht werden? Ich meine, wir hatten jetzt Handlungsempfehlungen, klar. Wir müssen uns mit dem Thema und mit dem großen, komplexen Thema der Reduktion unseres Flugverkehrs und der Drosselung der Dynamik im Wachstum des Luftverkehrs beschäftigen. Ich frage mich nur immer, wie. Wir beschäftigen uns, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sind da tätig auf vielen Ebenen. Politisch scheint nichts zu geschehen und ich frage mich eben, wo geht es weiter? Also ich meine, irgendwann ist auch gut und die Zeit läuft uns davon, immer nur darüber zu diskutieren und uns bewusst zu sein, wir müssen, aber es passiert eben nichts. Schließt sich deine Frage dann gleich an? Dann ja, Bernd Reeth, bin vom Umweltverband Ökologischer Tourismus in Europa. Wir engagieren uns seit über 25 Jahren im Bereich nachhaltiger Tourismus. Damals hieß das sogar nur sanfter Tourismus. Aber ich habe meine Anmerkung an Frage habe ich nicht, sondern in die ähnliche Richtung. Erstmal bin ich Herrn Zimmer dankbar für den Hinweis, dass in Brandenburg angekommen ist, dass der nachhaltige Tourismus ein übergreifendes Thema, ein Querschnittsthema ist und nicht eine Spielart unter vielen, ja kann man mal machen, wenn man Zeit und Lust hat und kommt nett an, sondern er ist ein Bestandteil der Nachhaltigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung, wie alle anderen Sektoren auch zu sehen sind. Und hier müssen wir auch, wenn wir jetzt über Klimaschutz, Klimaanpassung reden, eigentlich genauso unterscheiden. Klimaschutz gehört in eine nachhaltige Entwicklung hinein. Die müssen wir einfach tun, da führt kein Weg an vorbei. Die Klimaanpassung ist in die Notwendigkeit, weil wir schon einige Dinge überrollt haben. Und ich habe hier genauso Probleme, Stichwort die Staatssekretärin gestern. Sie hat Brandenburg in höchsten Tönen gelobt, wie schön das hier alles ist. Sie hat aber über die Braunkohleförderung, die fortgesetzt wird, kein Wort verloren. Ich hätte wenigstens erwartet, dass sie die Gründe der Regierung gesagt hätte, warum sie das jetzt unbedingt weiterführen müssen, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Das ist unglaubwürdig und das passt nicht. Und das ist für mich, sagt es jetzt provokativ, damit wir vielleicht auch da in die Diskussion kommen. Die Politik ist unglaubwürdig. Warum soll sich ein normaler Bürger, warum soll sich ein Unternehmer daran halten und das glauben, was da passiert? Wir haben Fakt, dass wir an vielen Stellen halt das eine machen und das andere aber auch nicht genügend weiter verfolgen. Also wir haben ein drängendes Thema wie mit Klimaschutz und so weiter. Die Bundesregierung auch behebt das Thema auf, findet das wichtig, lässt aber gleichzeitig ein anderes Thema wieder fallen. Also kommen wir nicht weiter. Wir haben, ich weiß nicht, X und Y nationale Strategien mittlerweile. Wer soll da durchblicken? Die Regierung verfolgt das auch nicht insofern, dass sie sagt, irgendwo muss eine zentrale Stelle sitzen, die das mal zusammenführt, sondern es läuft alles parallel nebeneinander und schon verliert man auch in einigen Aktivitäten die Nachhaltigkeit aus dem Blickwinkel. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, da sind alle drauf verpflichtet, wir wollen eine nachhaltige Gesellschaft werden, das heißt also mit Ressourcen schonen und sozial gerecht, das darf man auch nicht vergessen. Und dann muss auch die Politik sich daran orientieren. Übrigens ist die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung darauf verpflichtet, dass alle Ministerien ihre Programme, ihre Aktivitäten daraufhin abstimmen sollen. Sieht und hört man was davon? Ich glaube nicht. Es geht alles querbeet, wie gehabt, und keiner verpflichtet sich darauf, das weiterzumachen. Schönes Beispiel, ich will jetzt nicht zu lange reden, aber die letzte Regierung hat, das ist eigentlich egal, welche Regierung das ist,
Ihr habt 10 oder 12 tourismuspolitische Leitlinien im Wirtschaftsministerium verabschiedet. Ich bin Mitglied im Beirat für Tourismus im Wirtschaftsministerium, als grünes Freigeblatt sozusagen. Sie hat 12 tourismuspolitische Leitlinien verabschiedet. Einer davon von den 12 war nachhaltigen Tourismus stärken. Da habe ich gefragt, wie können denn die anderen Leitlinien sich da jetzt positionieren? Eigentlich muss nachhaltiger Tourismus ganz oben stehen und alles andere sortiert sich danach. War keine Antwort drauf, weil man nämlich zum Beispiel auch den Incoming-Tourismus stärken wollte. Da sollen unbedingt alle Chinesen hierher kommen, die sollen uns besuchen. Da habe ich gesagt, gibt es denn auch schon Maßnahmen, wie man diese CO2-Ausstöße dieser Chinesen kompensieren will, wenn man nachhaltig werden will? Die kommen ja schließlich nicht zu Fuß. Keine Antwort. Und das sind Dinge, da kommt man ja auch nicht weiter. Also an so einem Punkt müssen wir mal diskutieren, wenn die Politik ja nicht vorangeht, dann kann auch ein normaler Bürger nicht folgen, weil er denkt sich sowieso, er wird jeden Tag verungepiepelt durch die Politik, aber das ist ja nicht ernsthaft genug. Und das ist für mich also ein ganz wichtiger Faktor, erstmal die Forderung an die Politik, dass wir nachher sozusagen auch nochmal durch die Länderhoheiten 16 Spielarten und Varianten der Entwicklung noch haben, das ist noch ein ganz anderes Thema. Danke. Ich würde vielleicht gerne zu deiner Aussage, Annegret, sagen, wir haben diese Studie unter anderem deswegen veröffentlicht, weil wir nochmal klar machen wollten, vor welchem Problem wir hier eigentlich stehen. Die Politik ist sehr gut darin, langfristige Ziele zu formulieren, aber es ist ziemlich intransparent, wie diese erreicht werden sollen, gerade im Verkehrssektor. Und wenn man sich vage eben auf Kraftstoffe zum Beispiel beruft, die dann in der Zukunft eingesetzt werden, die völlig unproblematisch sind, keine Emissionen haben und in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, dann verschafft einem das erstmal Luft, heute nicht handeln zu müssen, weil dann unter anderem das Verkehrsministerium natürlich ganz andere Interessen hat. Die wollen die Infrastruktur ausbauen, die haben sehr großzügige Prognosen, wie wir den Wirtschaftsstandort Deutschland mit sehr großzügiger Infrastruktur und Flughäfen versorgen können. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und das haben wir hier auch wirklich versucht aufzuzeigen. Wir sind der Meinung, wir brauchen einerseits schon Verhaltensänderungen auf individueller Ebene. Es ist immer schwierig, finde ich, wenn wir sagen, okay, keiner von uns darf mehr fliegen, weil auch ich bin dieses Jahr schon ins Flugzeug gestiegen. Ich möchte nicht Wasser predigen und Wein trinken. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel als WWF, daran anzusetzen, statt vieler Kurztrips per Wochenende lieber einmal im Jahr ein bisschen längeren Urlaub zu machen und eben die Zahl der Flüge zu reduzieren. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, dass man sich, dass man erstmal reduziert und vermeidet, womöglich. Und dann ist aus heutiger Sicht sicherlich CO2-Kompensation eine mögliche Lösung. Also ich zum Beispiel mache das. Bei den Flügen, die ich nicht komplett, auf die ich nicht verzichten kann, weil ich sonst Leute, die mir zum Beispiel lieb und teuer sind, nicht mehr sehen würde. Aber langfristig können wir natürlich mit Kompensation alleine nicht die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen. Ja, warum gar in der Ferne schweifen, wo das Glück so nahe liegt? Also ich empfehle viele Reisen in Jugendherbergen, dafür stehe ich. Harz statt Havanna. Nordsee statt Havanna, genau, 34 Jugendherbergen im Nordwesten. Wir betreiben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und was wir erleben ist, dass die Politik sehr abstrakt ist. Wir haben das eben gesehen, es gibt wunderbare Strategien dazu. Sie haben gefragt, aber wer setzt es um? Genau das ist das Thema. Und es ist fern vom Gast. Wir haben gesehen, Statistiken bis 2050, das ist mir fern als Gast. Wir kompensieren in 5 Jugendherbergen, alle Übernachtungen auch, sehr schön, aber wir finden keine Kompensationsprojekte, die eine Relevanz haben wirklich für den Gast. Wir kompensieren für eine bäuerliche Kooperation in Bolivien. Das ist so fern. Warum gibt es keine Projekte und wirklich konkrete Projekte hier in Deutschland, um das Thema auch dem Gast, unserem Gast wirklich nahe zu bringen und da auch eine Relevanz reinzugeben? Das spreche ich mir dann. Sehr gerne. Es gibt welche in Deutschland, es gibt das Moor Futures,
aber die sind tatsächlich zum Teil wirtschaftlich nicht darstellbar, das muss man auch dazu sagen. Also da müssen wir natürlich auch gucken, was geht. Wir kompensieren ja nicht gleich, also für die bolivianischen Kleinbauern kompensieren wir weniger, weit weniger ein Sechstel dessen, was wir in ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern stecken würden. Und das ist ja sehr schade. Also ich finde, wir müssen wirklich konkreter werden und da eine Relevanz für den Gast auch reingeben. Weil wir haben wirklich tatsächlich Probleme, die Nachhaltigkeitsstrategie so an den Gast auch zum Gast zu transportieren. Möchtest du direkt was dazu sagen? Ja, Moritz Jericke von Atmosphäre. Ich habe eine konkrete Frage an den Herrn Zimmer, die sich so ein bisschen an Sie anschließt. Wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, nachhaltiger Tourismus ist ein übergreifendes Thema, was sind denn da die konkreten Schritte, die Sie daraus ableiten? Also es gibt ja jetzt sehr viele verschiedene Strategien, wenn Sie sagen, es ist ein übergreifendes Thema. Wie arbeiten Sie darauf hin, dass sich das dann auch konkret niederschlägt? Ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie setzen wir das konkret um, was sind die Ansatzpunkte? Wir haben zum einen einzelne Regionen, die fortgeschritten sind, also die darüber nachdenken, die Projekte machen, die sich entwickeln, die versuchen wir zu unterstützen. Wir versuchen vor allen Dingen dann auf lokaler und regionaler Ebene zu arbeiten. Wenn wir teilen das nicht in Sektoren ein. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, als aktuelles, ein kleiner Ort südlich von Potsdam auf uns zukommt, kleine Gemeinde, 10.000 Einwohner und sagt, ich möchte meine Stadt CO2-neutral stellen. So bis in 20, 30 Jahren. Versuchen wir mit unseren Kontakten, mit unseren Förderinstrumenten, also wir haben keine eigenen Förderinstrumente, sondern wir weisen dann darauf hin, was es so gibt, versuchen die Leute zu vernetzen, ihnen auf ihrem Weg zu begleiten und vor allen Dingen aus dieser Idee irgendwann in eine Umsetzung zu kommen. Das ist zum Schluss touristisch relevant für diesen Ort, aber nicht nur touristisch relevant. Das heißt also, wir versuchen dann in dem Fall nicht nur touristisch zu arbeiten, sondern irgendjemand muss sich da mal zuständig fühlen. Das ist dann mal der Kümmerer gefragt, wer treibt Prozesse voran. Und wir verstehen eigentlich unsere Aufgabe darin, diese Prozesse auch voranzuführen, die Akteure in die Hand zu nehmen, ein bisschen zu begleiten. Ich meine, irgendwann muss ja von alleine laufen. Aber man muss sich erstmal ein bisschen erstmal pushen und dann kommt es vielleicht irgendwann zum Pull. Das ist immer die Hoffnung. Weil zum Schluss können wir den Klimawandel und auch die Klimaanpassung können wir nur auf lokaler Ebene machen. Wir können nicht ein ganzes Land nehmen und sagen, wir passen das jetzt irgendwie an, sondern ich glaube, wir hatten gestern Abend auch darüber diskutiert, wenn wir da wirklich vorankommen wollen, müssen wir vom einzelnen Unternehmen ausnehmen oder von mir aus auch von einer kleineren Einheit und da unseren Erfolg versuchen, da ist auch der Erfolg schneller fassbar und messbar. Und da müssen wir, glaube ich, dann so Punkte addieren. Ja? Aber momentan sind es noch Solitäre, die sich noch nicht addieren lassen. Das ist leider so. Aber wir müssen von diesen Solitären, der Kommunen sind ein gutes Beispiel, Brandenburg auch zum Teil, aber vor allem auch bundesweit, sie haben da tolle Sachen gemacht, was Klimaanpassung, aber vor allem auch Klimaschutz betrifft und Umweltschutz. Hier im Wohnen kooperieren wir ja, glaube ich, auch. Also wenn wir bei allen so weit wären, wie die Jugendherbergen sind, da wären wir echt schon einen Schritt weiter. Übrigens noch mal eine Idee. Ich hatte gestern mit Herrn Gößling noch mal gesprochen und der wollte in Freiburg den Klima-Euro einführen. Den Klima-Euro. Das ist so eine Art Kurabgabe in Freiburg, war das, wollte er das machen. Und die Gastronomen und Hoteliers hätten dann bestimmen können, was mit diesem Euro passiert. Also es wurde so ein Fonds gebildet und dann wird von allen auch entschieden, welche Projekte man konkret in der Stadt mit diesem Klima-Euro auch umsetzen möchte. Das muss dann Klimaschutzprojekte sein oder Anpassungsprojekte. Das ist leider noch nicht dazu gekommen. Das sollte als Alternative zur Bettensteuer gemacht werden. Die Bettensteuer ist ein großes Thema, auch in der Hotellerie, Gastronomie, etc. Man diskutiert auch in Brandenburg darüber, bundesweit darüber, noch mehr Städte führen das ein. Und sie haben gesagt, wir machen ein Alternativmodell. Wir machen die Klima-Euro, der ist für sowas gedacht, lassen dafür die Bettensteuer weg. Ist zum Schluss ein Widerstand, wie so vieles, Widerstand der Politik, ist auch der Unternehmen gescheitert, aber die Idee fand ich nicht schlecht. Ja, ist das nur mal so reingegeben?
können wir links einhalten. Komm. Achso. Okay, ja, Stefan Reichtinger, ich bin nach dem Entwicklungsforschung beraten tätig. Ich wollte zwei Anmerkungen machen. Das eine ist jetzt leider rausgegangen zum Thema Politikverständnis. Das eine ist die verfasste Politik und sozusagen die gewählte Regierungen. Aber das andere, und da ist der Herr von der BTE ja auch ein Vertreter, sind Lobbygruppen. Die stehen in der Lobby und er steht daneben anderen. Und da sind eben dann die dicken Industrievertreter, gegen die er sich im Moment nicht durchsetzen kann. Aber letztlich geht es darum, ja, doch solche Anliegen zu stärken und in diesem Diskurs auch ein Stück weit ja, eine Oberhand zu gewinnen, dass diese Themen dann auch von Regierungen, dass die eben nach oben rutschen in der Prioritätenliste. Weil Regierungen sind ja auch in einem Geflecht von Ansprüchen. Die müssen Jobs schaffen, die müssen Klimaschutz machen und so weiter. Und, von daher, also das ist natürlich jetzt nett zu fordern, die Politik müsste machen, aber seit Kopenhagen müsste eigentlich klar sein, dass man sich auf große Lösungen kaum verlassen kann. Auch wenn jetzt irgendwie ein Nachfolgeabkommen von Kyoto rauskommen sollte. Aber von daher plädiere ich eigentlich auch dazu, die Politik müsste aus meiner Sicht viel stärker eine Ermöglichungsrolle einnehmen, wenn Leute vorausgehen wollen, dass die dann wirklich auch gefördert werden und dass solche Initiativen dann auch stärker sozusagen finanziell oder auch durch Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. So, das nur sozusagen war jetzt ein Anliegen auch. Das Zweite ist, also ich finde den Einsatz auch sehr stark verzielt, dass man sehr stark auf die Nachfrage auch geht. Also ich untersuche eben Konsumentenverhalten und da gibt es auch viele Aspekte, die einfach auch ja, noch nicht untersucht sind. Zum Beispiel, warum finden es alle gut, aber keiner macht es oder keiner kauft dann solche, das ist das bekannte Mind-Behavior-Problem. Und da gibt es einfach Routinen, die sich nicht von heute auf morgen verändern lassen. Das ist das eine und es gibt vielleicht auch einfach noch nicht, ähnlich wie mit der Elektromobilität, es gibt noch einfach nicht diese große Bewegung, damit man jetzt zum Beispiel Konsumentenverhalten verändert. Die Forderung würde ich auch sagen, dass man jetzt nicht mehr reist, das ist nicht realistisch einfach. Aber dass man ein Stück weit das Konsumverhalten auch verändert und sozusagen auch die Art und Weise, das hat sehr, sehr viel mit Routinen zu tun und das verändert sich über die Zeit, aber dafür Anreize zu setzen, ich denke, das erfordert auch eine Anstrengung von Politik, von Unternehmen und eben auch Zivilgesellschaft, die dann informieren darüber. Und da ist eigentlich noch nicht genug gemacht, allein die Sichtbarkeit der Produkte am Markt. Ja, das war eigentlich direkt davor. Andreas Koch, ich arbeite viel mit Hotels. Wir haben gerade über Jugendherbergen geredet. Und Sie sagten, dass Zertifikate, glaube ich, nicht so weit verbreitet sind hier in Brandenburg, also mit den Hotels. Ich habe ein sehr schönes Beispiel gesehen in Baden-Württemberg. Die arbeiten mit so Zügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Schwarzwald ist das ja auch so, dass sie 15 bis 20 Hotels die Möglichkeit geben, in Zügen, gefördert durch das Land, auf sich am Weg zu begeben, ein, zwei Jahre. Und dann wirklich, dass die zusammenarbeiten und wirklich, ich glaube, das Modell ist recht erfolgreich. Ob man nicht sowas auch in Brandenburg und anderen Ländern entsprechend fördern könnte und wie das angedacht ist, da ranzukommen, weil irgendwann muss man ja auch anfangen, da eine Masse zu schaffen. Und was ich ganz spannend finde bei Hotels, und bei Jugendherbergen erlebe ich das teilweise auch, das sind ja Schaufenster in die Zukunft. Ne? Also, dass man wirklich sagt, wenn man wirklich die Gäste einbindet und quasi Schaufenster in den Hotels macht, da kommen ja immer viele Menschen durch. Und wenn man wirklich die Zukunft zeigt, wie es möglich ist, dann ist es, glaube ich, wirklich auch ein schöner Weg, so Multiplikatoren zu schaffen. Ja, direkte Antwort darauf. Wir haben Erfahrung gemacht in Brandenburg mit Eco-Camping. 13 Campingplätze, die Eco-Camping zertifiziert sind. Alle 13 sind in so einem Zug zertifiziert worden. Da gab es mal Geld, nicht unbeträchtliche Summe. Und man hatte irgendwie gehofft, dass es da Nachahmer gibt, also dass die vielleicht Pioniere sein könnten, wo dann andere aufspringen.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und es ist keiner weiter aufgesprungen. Es ist nicht ein Campingplatz dazugekommen. Natürlich kommt dann Eco-Camping und sagt, ja, wenn ihr mir jetzt Summe X gebt, dann zertifiziere ich die nächsten 10. Und die Unternehmen sagen, ja, wenn ihr mir die Zertifizierung bezahlt, mache ich da auch mit. Wo hört das dann auf? Weil mit gleichem Recht könnten dann auch die Hotels sagen, ich möchte mich von mir aus Climate Hotel zertifizieren oder irgendwas anderes. Warum denn jetzt die Campingplätze? Warum kriegen die denn das Geld? Und so weiter und so fort. Wir haben ein Förderprogramm gehabt in der letzten Förderperiode, das Zertifizierung mit 50% bezuschusst hat. Auf einzelbetrieblicher Ebene, nicht als Zug. Das wurde nicht abgerufen. Es wurde nicht in Anspruch genommen. Von niemandem. Was schade ist. Es hat zum einen hat es ein Wissensdefizit hatte das gehabt, weil das keiner wusste, dass das, nicht viele wussten, aber es wäre theoretisch gesehen gegangen, wenn man es gewollt hätte. Hätte auch nicht immer Zertifizierung, damit sich mit 50% zuschussen lassen können. Also 50% von einem. Schade. Ja, dieses Förderprogramm wird es nicht mehr geben. Ist abgeschafft worden. Ja, also mit den Zügen, das ist schwierig, weil wir dann in so eine Exklusivität reinkommen. Wer wäre denn das jetzt und wie wählt man die denn aus? Und der Tourismuswirtschaft ist ja groß und dann müsste man allen und will ja auch gleich behandeln. Das ist eine schwierige Geschichte. Warum kann das mit Emmas vorgemacht werden? Das ist machbar. Absolut. Dass es machbar ist, möchte ich nicht in Frage stellen. Das ist nur also eine Frage, die mich auch persönlich sehr stark beschäftigt. Will man lieber, sagt man lieber dann wenigstens 20? Dann haben wir schon mal 20. Oder sagt man, naja, wenn ich diese 20 nehme, bevorzuge ich sie, weil ich sie in so ein Programm packe, ihnen das mehr oder weniger zum Teil schenke und die anderen außen vor lasse. Was mache ich mit dem 21. der will? Ein Wettbewerb. Genau, also da fällt mir jetzt gerade dazu ein, ist doch eigentlich super. Also wenn ich 20 bevorzuge und dann 100 dastehen und sagen, hey, ich will auch, warum nur die 20? Also besser kann es eigentlich nicht werden. Also wir sind ja bei Nachhaltigkeit immer sehr schnell in so einer Negativspirale. Also mach was weniger schlecht, du bist böse und so weiter. Das ist ja total unsexy. Wenn man jetzt sagt, wir haben hier 20, die sind gut und dann wollen 100 auch gut werden, das ist ja mehr so eine Dynamik, in die man rein möchte. Also vielleicht. Also ein konkretes Beispiel bei Eco-Camping war so, man hatte 60.000 Euro und hat gesagt, die 60.000 Euro gebe ich jetzt aus. Ja, so für diese Geschichte, die brauchen Haushalt eingestellt und so weiter. So, wenn er jetzt noch 20 gekommen wäre, in dem Fall, hätte man ihn gar nicht bezahlen können, weil man hätte nicht gewusst, wovon. Ja, und hätte die dann, also das ist einfach diese, natürlich ist toll, man sagt 20 und es wollen 100, hervorragend. Frage ist, wie wählt man aus, macht man einen Wettbewerb draus, müssen die auch was einreichen, also das kann man ja alles machen, theoretisch gesehen, und vielleicht in diese Richtung zu gehen. Ich stehe eigentlich darauf, dass Zertifizierungen sind zum Teil nicht so teuer. EMA ist teuer, das wissen wir alle, aber es gibt auch welche, die sind nicht so teuer. Und wenn ich es nicht mal schaffe, diese 1.000, 2.000 Euro, die das kostet von mir aus, eine Zertifizierung, für mich so 3.000, das ist egal, das ist für so ein Haus, für mich wie dieses Haus hier 3.000 Euro, ist nichts bei den Ausgaben. Nicht mal dazu zu motivieren, dass sie das verausgaben für den Prozess, den sie damit ansteuern, dann ist wahrscheinlich die Nachhaltigkeit von so etwas bei den Daumen zu kommen. Auf dem Prozess sparen sie ja dann im Nachhinein wahrscheinlich 4.000 Euro, wenn sie Energie reduzieren und. Wir können sie als revolvierende Förderung. Effizienter werden, einfach. Das wird auch vergessen. Das, was Sie gestern gesagt haben, Herr Koch, Sie sagten ja, Sie lassen sich durch die Einsparungen bezahlen. Ja. Ja, müsste man vielleicht eine revolvierende Form machen, zu sagen, ich bezahle die Zertifizierung. Wenn ihr in diesem Prozess etwas einspart, müsst ihr das Geld zurückzahlen. Wäre vielleicht eine Idee. Das wäre spannend. Ja. Das war x% der Einsparung an den Berater und x% an den Kopf. Ja, wir gehen ja auch immer mehr in Richtung revolvierende Fonds, also weil das Geld nicht mehr so viel da ist wie früher, wo man einfach alles ausgeschleudert hat. Und da legt man sowas auf. Wäre vielleicht mal die Idee, sowas anzugehen als kleinen Topf. Ja, finde ich gut. Nee, was war das mit dem? Ich schulde Ihnen noch, what you cannot measure, you cannot manage.
Diese Problematik hatten wir auch gehabt. Wir haben ja diese Energieziele im Land Brandenburg-Reduktion. Da haben wir am Anfang unserer Tätigkeit gefragt, okay, das klingt ja alles ganz gut, aber wo stehen wir denn jetzt? Also von was? 76%. Wir sagen mal, gute Referenzniveau 1990. Ich sage, ja gut, aber da kommen wir jetzt nicht weiter. Nehmen wir jetzt mal den Tourismus. Was hatte denn für einen CO2-Ausstoß? Und dann könnte man sich Schritte überlegen, wie man den reduziert. Das kann ja mir keiner sagen. Ja, also wie will ich denn das, also das ist, zahlt da eigentlich auch ein, oder ja, wie kann ich denn da in der Gesamtheit eine ganze Branche erfassen, zu sagen, da will ich jetzt runter und 50% reduzieren, das ist ja kaum möglich zu messen. Oder? Also, es ging darum, dass man den Energieverbrauch oder von der Tourismuswirtschaft in Brandenburg einfach schwer messen kann. Ja klar, wir haben ja vorher schon dargestellt, zwischen 5.000 bis 10.000 Unternehmen. Also, allein wenn man nicht umfassen kann, was eigentlich die Branche ausmacht, wie würden sie dann messen? Oder man müsste sich noch einen kleinen Bereich interessieren, das sagen wir natürlich. Ja, ich kann Ihnen berichten, dass messen nur Gastronomie, Beherbergung und alles, was dann eindeutig im engeren Sinne der Tourismuswirtschaft ist. Das ist ja selbst auf individueller Ebene relativ schwer, die Daten zu bekommen, wie viel Energie man verbraucht. Das ist erschreckend, wie viele Unternehmen auch wirklich keine Ahnung haben, wie viel Energie sie verbrauchen, wie ihre CO2-Bilanz ist. Deswegen gibt es ja ein Projekt wie das, was ich jetzt gerade betreuen darf, wo man niederschwellige Angebote macht an Unternehmen. Wir geben euch kostenlos einen Leitfaden an die Hand, der euch zeigt, welche Fragen ihr beantworten müsst, um eben so eine Bilanzierung bei euch mal intern aufzusetzen. Und es ist ja wirklich eine Win-Win-Situation. Also wenn nämlich auf Basis dieser Transparenz zu den Energiekosten dann Maßnahmen umgesetzt werden, die dann mehr einsparen, als sie gekostet haben, und das ist meistens der Fall, weil es ziemlich viele low-hanging fruits gibt, dann möchte man eigentlich meinen, dass alle hier schreien sollten. So ist es aber nicht. Also CO2-Bilanzierung ist noch ein komplizierteres Thema als die reine Energiebilanz. Und also da haben wir durchaus Probleme. Ja, also mich umtreibt bei dieser Geschichte jetzt noch was ganz Grundsätzliches, nämlich in den ganzen 20 Jahren meiner Arbeit, warum erreicht man die touristischen Akteure, besonders auch die Betriebe, so schwer? Das ist also ein ganz großes Problem. Wir haben jetzt hier gerade gesagt, wir haben einen Vorteil davon. Wieso funktioniert das nicht? Mit einem Psychologen, vielleicht muss man in die Psychologie gehen, ich weiß es nicht. Es ist immer wieder zu verzeichnen, dass ganz, ganz schwer diese Menschen zu aktivieren sind. Man muss sie förmlich zum Siegen tragen und das ist irgendwie unverständlich für mich, weil wir haben auch, als wir damals anfingen mit unserer Arbeit, da gab es noch keine Energieförderprogramme oder sonstige. Wir haben ja über 200 oder 400 Hoteliers erlebt, die haben das gemacht, alleine. Und das hat sich innerhalb von drei Jahren amortisiert, die waren glücklich wie die Schneekönige. Es hat sich aber nicht weitergetan, es hat sich bei den Kollegen auch nicht rumgesprochen. Und es ist ja nicht nur in diesem Energiesektor so. Wir haben viele Betriebe, die einen wahnsinnigen Investitionsstau haben. Warum investieren die nicht, um zu überleben? Das ist für mich, also fällt mir gerade auch so eine Grundsatzfrage. Wie kommen wir überhaupt richtig an diese Leute ran? Also selbst mit tollsten Lockmitteln nicht 1.000-Dollar-Scheine ausstreuen, hilft anscheinend auch nichts. Das ist was ganz Grundsätzliches, was wir auch irgendwie mal klären müssen, glaube ich. Sie hatten gestern Abend die Diskussion, wo wir dann sozusagen im Kreis von einigen Leuten zu dem Punkt kam, dass sozusagen Tourismus eine extrem innovationsfeindliche, konservative, verharrende Branche eigentlich. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil eigentlich genau das Gegenteil sein müsste, aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die genau diese These belegen. Wenn man sich fragt, warum sind die nicht innovativ, warum, oder warum, wenn man die Masse sieht, warum bewegen die sich nicht, die müssen doch eigentlich mal voraus sein, weil der Gast will auch mal was Neues, was anderes. Da möchte ich zum Teil widersprechen. Ja, ich weiß nicht, ist auch okay. Aber nee, war ein bisschen Provokation. Ja, ja. Sie haben jetzt ein Brandenburg-Hotelier geschaut, warum der nicht investiert. Aber der Tourismus ist ja weiter. Wenn ich Plattformen sehe, wie das Airbnb, wie Uber und etc., das ist alles touristisch. Zum Teil ist es touristisch. Das ist hochinnovativ. Also jetzt vom Geschäftsmodell. Die Branche, die Branche zum Beispiel neue. Es kommen
globale Trends auf uns zu und dann gibt es einfach Leute, die sind schneller. Das ist immer so. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren vor einer Revolutionierung des Eisenmarktes stehen. Ob das jetzt unbedingt alles nachhaltig ist, weiß ich nicht. Aber allein durch die Digitalisierung werden wir einige Geschäftsmodelle auch durcheinander gewürfelt. Und die klassische Hotelbranche hat darauf noch keine Antwort gefunden. Und wenn sie die nicht findet, wird sie langfristig, das sehen wir jetzt schon bei kleinen und kleinen Unternehmen, die einfach absterben, die fallen der Statistik mal raus. Schauen Sie sich die offiziellen Statistiken an, dass dann Unternehmen sterben. Und da so im Land, in den Bundesländern, ist von kleinen Unternehmen, auch im Tourismus, aber auch anderen, fallen einfach weg. Aber auch größere Häuser werden massive Probleme kriegen. Es kann auch nicht sein, das hat jetzt mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, dass im Tourismus uns nichts anderes einfällt, als wenn so etwas kommt wie Airbnb oder wie Uber, dass wir dagegen klagen, wie das Berlin gemacht hat. Das ist nicht der richtige Umgang damit. Das kann man, gut, da klagt Berlin, aber das ist da verboten, dann gehen die in andere Städte. Das ist global agierendes Unternehmen. Ich meine, wenn ich die irgendwo wegklage, sind die woanders. Das ist relativ gleichgültig. Wir müssen lernen, damit umzugehen und sie als Teil des Tourismus zu begreifen. Das sind keine Aussätzigen, die irgendwo draußen sind. Sie sind eigentlich Teil dieser Branche. Und es ist einfach neue Entwicklung. Die Frage ist, wie können wir sie denn vielleicht auch nutzen, um unsere alten Geschäftsmodelle, die wir haben, ein bisschen aufzupacken. Ich möchte auch noch mal ganz kurz ein Beispiel aus der Praxis bringen, weil Sie sagten, Tourismus ist nicht Innovation, also nicht innovativ. Also ich glaube schon, dass es die innovativen Player gibt, aber eher im Großbereich, ne? Also Kettenhotellerie zum Beispiel oder groß, die sind schon wirklich innovativ. Also finde ich, das große Problem ist die Masse an den gesamten kleinen KMUs dazwischen. Die erreichen mich, und wenn ich mit denen arbeite, ich arbeite mit vielen, mit den Gastronomen und Hotels, die haben alle das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Total. Also die stehen in diesem Wettbewerb, dass sie teilweise Direktbuchung haben, teilweise Booking kommen, die stehen Kopf, Land unter. Also wenn ich mit denen sage, ihr könnt 20% sparen, ihr könnt 5.000 sparen, das sind 10% eurer Energiekosten, eures Umsatzes. Und ich sage das. Und eine Woche später ist das Thema von der Agenda, weil 10 andere Themen sind. Das ist dann die Realität in ihrem Leben. Also es ist echt schwierig, da ist, ich habe auch noch keine Lösung. Aber wir müssen daran. Ich weiß es selber nicht, aber wie gesagt, innovative Unternehmen gibt es. Und die sind die Schwerschätze. Ich glaube, das Thema wird sich lösen weltweit über das Thema Energiekostenanstieg oder Steuern, je nachdem. Aber wir müssen das über die Kosten lösen, weil das schmerzt. Alles andere wird nicht passieren, glaube ich. Aber es ist doch schlimm, dass die meisten nur darauf reagieren, wenn es wehtut. Dass man immer mit Zwang arbeiten muss. Das ist doch die ganze Wirtschaft ist doch so. Ja. Also sorry. Ich hab das Mikro. Ich darf jetzt mal auch dazwischen. Nee, ich habe das mir erwähnt. Ich bin ja auch hier, um ein paar Argumente zu sammeln für unsere Region, um mit Touristikern und Politikern über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Danke noch ganz kurz, Musik. Ja, ich komme aus Cottbus. Mein Name ist Gabi Kube. Und was mich jetzt mal interessiert, ist, wie gut ist denn eigentlich die Nachfrageseite erforscht, sozusagen? Also, welches sind denn unsere Zielgruppen für so eine Art Tourismus? Wandel. Also, ich habe gehört, es gibt da Zuwächse und 60% der Deutschen finden das wichtig für ihre Urlaubsentscheidung, aber nur 2% machen sie davon abhängig. So eine Daten interessieren mich sehr. Also, wie gut ist die Zielgruppe erforscht, diese wachsende Zielgruppe? Wer sind das eigentlich, die so einen Urlaub machen wollen und die darauf gucken? Weil das wäre auch so ein Argument, wenn man in der Region losgeht und sagt: Ja, für wen sollen wir das tun? In welchen Markt gehen wir da eigentlich rein? Dass man da noch ein bisschen mehr in die Hand kriegt, wer ist das eigentlich? Kommen die her mit welchen Erwartungen oder so, wenn sie im Urlaub sind? Gibt es da Untersuchungen? Wir können mal zusammentragen. Also, so was mir einfällt, gerade die Reiseanalyse ist schon repräsentativ, weil die ungefähr 10.000 Leute abfragt. Natürlich ist das auch sozial erwünschtes Verhalten, ne, was da abgefragt wird. Niemand würde jetzt, wenn er gefragt wird, stehen Sie auf nachhaltigen Urlaub möglich? Also, ob er dann wirklich so handelt, ist eine andere Geschichte. Wir haben zum Teil Detailuntersuchungen, wir haben auch mal sowas gemacht im Rahmen einer Projektarbeit in Brandenburg. An verschiedenen Orten haben wir das auch mal abgefragt. Merkwürdigerweise können die gleichen Zahlen aus der Reiseanalyse. Das hat Frau Bistorber bei Ihnen, eine Studentin, gemacht gehabt. Sie hatte bei weitem nicht so viele abgefragt, ich glaube 150 oder so, aber der prozentuale Anteil war bis auf 1-2% war der gleich. Was wir sehen auf der Hotelseite, weil der Einzige, der das wirklich mal untersucht hat, auf Brandenburger Seite, ist der Herr Schober vom Land Vorsicht. Der hat eine Umfrage gemacht mit seinen Gästen, auch eine größere Umfrage mit mehreren 100 Leuten. Er hat
ihr da festgestellt, dass 25% der Besucher, die zu ihm kommen, wegen seiner nachhaltigen Ausrichtung kommen. Das ist sehr viel. Also das ist auch deutlich über dem, was man sonst so hat. 25%, das macht bei ihm einen Umsatz von ungefähr 1 Million Euro im Jahr aus. Er sagt, das macht mir auch Spaß. Ja, das ist alles, das sind Leute, die sonst nicht kommen würden. Er hat eine kleine Studie gemacht, die will er jetzt auch mal publizieren, ein bisschen in den Magazinen streuen, weil es soll ja auch gut gehen. Er ist ein Ökonom, also er will halt Gewinn machen und er hat da einfach eine Marktlücke für sich gesehen und sagt, das bringt mir auch, er vertritt das Thema auch glaubwürdig, aber er verdient damit auch Geld, das ist ja einfach nicht schlecht, das soll er ja auch. Wir wollen ja, dass die Leute auch Geld verdienen. Vielleicht nochmal ergänzend dazu, es gibt gerade für uns im Junges-Reiter eine sehr schöne Studie, die Otto-Trendstudie zum ethischen Konsum, die ganz genau sagt, dass Nachhaltigkeit kein Mehrwert ist. Ich buche nicht wegen der Nachhaltigkeit, gerade die jungen Menschen, sondern es ist etwas, es delegiert ihre Verantwortung. Es ist etwas, was sie erwarten, als Grundwert eines Produktes. Das heißt, es ist nicht, dass wir am Kauf entscheiden, aber dort oder Unternehmen, die es nicht haben, dann können sie einfach nicht so gerne leben. Das muss man so ein bisschen vorsichtig betrachten, weil das natürlich auch sehr preissensibel ist, das geht auch um Reisen da, aber das ist auch eine sehr spannende Studie. Da kann ich auch anschließen, also zum einen die Reiseanalyse, die arbeitet ja mit diesen Sinusmodellen, wo es so verschiedene, ich glaube 7 verschiedene Gruppierungen in der deutschen Gesellschaft oder in der europäischen Gesellschaft aufgegriffen werden. An die Daten kommt man leider nur heran, wenn man viel, 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 viel Geld dafür bezahlt. Es gibt aber eben verschiedene andere Institute. Es gibt für den fairen Handel, weiß ich, ist eine Studie entstanden, die das Bedürfnis oder den Wunsch nach fairen Produkten untersucht hat. Und es gibt auch auf dem Bereich Tourismus schon runtergebrochen an diesen Sinusmodellen Arbeit. Also da kann man, glaube ich, ganz gut recherchieren, da findet man schon Dinge, die dann wiederum runtergebrochen auf ihre Region anwendbar sind. Ich würde jetzt sagen, Sie beide noch, weil wir müssen jetzt kommt die Diskussion langsam. Ich soll bitte Sie mitnehmen. Ja, ich bin letzter von der Tourismusmarketing in Hamburg. Ich muss mal die Touristik ein bisschen in Schutz nehmen, weil es gibt viele Kleinstbetriebe, wir reden nicht von Hotels wie diesen hier, das ist genau das Thema bei vielen, was teilweise auch schon auf, muss man wirklich so sagen, Selbstausbeutung beruht, ja, die haben gar keinen Kopf für solche Geschichten und da kommt man die Kuh mal so nicht ran, also das gab, glaube ich, wirklich nur über Geldbeutel. Aber ich will nochmal auf was anderes hinaus, was an Sie anknüpft, also das ist gestern auch schon mal gefallen. Also gute Produkte sind die, also ein Produkt wird gekauft, wenn es gut ist, nicht weil es nachhaltig ist, ja, das zeigen auch die Studien, sondern es muss ein gutes Produkt sein. Und mir ist die Diskussion ein bisschen zu schwermütig. Das Produkt muss Spaß machen. Und wenn ich mir die Unternehmen in der Uckermark angucke, die in den Netzwerken mit drin sind, das sind Unternehmen, die machen sich ganz viele Gedanken über Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit zieht dann immer noch so Dinge nach wie Design, welche Materialien nehme ich und so weiter. Das heißt, die Leute fahren dahin, weil es Spaß macht, weil die gute Produkte haben, weil es toll ist, in den Ferienwohnungen zu wohnen und so weiter. Und ich glaube, das ist der Ansatz, so kriegt man die Leute, so kriegt man Gäste auf. Ja. Das sind dann nicht nur die 2%, die sagen, das ist für mich Entscheidungskriterium bei einer Reise, sondern man geht über emotionale Ankerarbeit. Das wäre ich ganz, ganz wichtig dabei. Ich wollte noch mal zu dieser Zielgruppenfrage. Wir lernen ja alle dieses Denken in Zielgruppen, aber irgendwie kommt es mir ein bisschen altmodisch in dieser Diskussion vor, weil wollen wir denn nur unsere nachhaltigen Produkte nach dieser einen Gruppe vermarkten und die 75% nicht kennenlernen, was mit diesem Glück ist. Es gibt da Ansätze in der Psychologie, dass Menschen gerade in einer unbekannten Umgebung, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie da mit Sachen in Verbindung kommen, die sie noch nicht kennen, dass das etwas ist, was sie mit nach Hause nehmen können. Und wenn man also gerade die Gruppe Bekanntschaft machen lässt mit ihrer nachhaltigen Produkte, dann ist das ja
etwas, was sie vielleicht als positives Signal mit nach Hause nehmen. Deswegen finde ich diese ganze Loha, skitische Gruppen etc. Gedanken, finde ich eigentlich fehl am Platz in dieser Diskussion. Das geht so ein bisschen in Richtung, was Sie vorhin auch gesagt haben. Wir sagen ja nachhaltiger Tourismus keine Tourismusart. Das widerspricht also dem Ganzen, dass man sagt, wir entwickeln extra Produkte im nachhaltigen Tourismus. Nein, falsch. Wir wollen den Tourismus nachhaltiger gestalten. Das heißt, wir wollen eigentlich alle Produkte von mir aus, die es gibt, nachhaltiger gestalten. Das muss nicht Nachhaltigkeit draufstehen, das ist Quatsch. Also, es muss ein tolles Produkt sein, die Supermarkt macht das vor. Kopenhagen haben wir gestern gesehen, mit dem Radverkehr macht das vor. Die Leute machen das nur nicht, weil das umweltfreundlich ist, sondern weil das einfach das Beste ist, was sie in der Stadt machen können, mit dem Fahrrad zu fahren, weil diese Stadt sich hart und freundlich aufgestellt hat. Darum geht das ja hin, was Sie auch gesagt haben, mit dem Verkehrskonzept. Wir müssen die Leute nicht dazu zwingen, dass sie jetzt Fahrrad fahren, sondern wir müssen eigentlich die Städte so gestalten, dass sie fahrradfreundlich sind, dass es eine Freude ist, Fahrrad zu fahren, das Auto stehen zu lassen. Es gab ja dazu auch schon mal sogar eine Eventstudie, die genau versucht hat, für alle Zielgruppen. Ich war ein Schild sprechen. Vergessen wir das auch. Ich sage jetzt gerade mal die Eventstudie, die genau versucht hat, für alle Zielgruppen Produkte zu machen, die nachhaltig in einem gewissen Grad sind und gezeigt hat, dass das möglich ist. Das ist natürlich der Punkt. Ob die Gäste das wahrnehmen, was da nachhaltig ist, ist eine andere Sache. Das ist erstmal wirklich wieder möglich. Zu unterschiedlichen Graden natürlich. Ja. Ich wollte noch ergänzen, auf Unternehmensebene, glaube ich, ist einfach die Botschaft wahnsinnig wichtig, dass es hier um Chancen geht. Also wenn ein Unternehmen sich heute mit den Fragen der Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt und frühzeitig Entwicklungen anstößt, dann bietet es durchaus eine enorme Chance, also erstens direkt davon zu profitieren und zweitens mittelfristig, wenn nämlich dann die Regierung die Ziele, die sie sich gesetzt hat, möglicherweise auch mit neuen Instrumentarien durchsetzt, eben auch gewappnet zu sein. Weil eins muss klar sein, wenn wir die Ziele, die wir an der Wand hatten, uns anschauen, wird es für jeden Unternehmer fundamentale Einschnitte in sein Geschäftsmodell geben, strukturelle Änderungen in allen Branchen. Und wenn ein Unternehmen sich eben heute schon mit diesen Fragestellungen beschäftigt, ist das erstmal eine Chance. Das ist natürlich wieder eine andere Ebene als die Verbraucherebene. Hier schließe ich mich an, geht es um attraktive Angebote. Wenn Nachhaltigkeit ein weiteres Kriterium eines Rundum-Sorglos-Paketes ist, wo man sich im Urlaub wohlfühlen kann, dann zieht es auch. Es darf natürlich nicht assoziiert werden mit dem irgendwie Schreckensszenario oder Verzicht. Und ich glaube, das ist so aus heutiger Sicht die Herangehensweise in den beiden Sichtweisen Unternehmen oder auch Kunden. Ich denke, wir werden gleich noch Gelegenheit haben. Wir gehen ja noch in die Praxis im nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob Sie dabei sind. Dann haben Sie vielleicht das Schlusswort. Da werden wir ja da weiter diskutieren. Dann werden wir noch mehr auf die Unternehmensebene auch runtergehen. Dann werden wir noch zwei Beispiele auch hören. Ich denke, auch für Frau Huber wird dann vielleicht noch einiges dabei sein, wie erreicht man die Unternehmen, was kann man tun, was tut sich viel tun und so weiter. Gut, Sie haben das Schlusswort. Ja, ich freue mich über die Runde jetzt, die letzten drei Rednerinnen und Redner. Das muss ich unbedingt unterstützen, weil Nachhaltigkeit ist ein Qualitätsnachweis, ein Qualitätsbegriff, ganz klar. Weil er setzt ein verantwortungsvolles Qualitätsmanagement voraus und macht sozusagen, ist zukunftsfähig dafür, eindeutig. Und für Gäste ist es egal, erstmal das Angebot muss ziehen. Das ist ganz entscheidend. Also es muss genau den Nerv treffen, wo er sagt, ich fühle mich ja rundum geborgen, wohl und versorgt und sonst wie. Wenn man dahinter sagt, du bist die Reise nachhaltig, dann kann der unter Umständen sagen, auch das macht er gar nichts. Das ist eigentlich egal, weil aber die Unternehmen, die dahinter stehen, die sind auf dem richtigen Wege und das ist das Entscheidende für uns. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Gut, dann ja.